Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es dann auch schon weiter mit der Road to Glove Unboxing Serie. Also jetzt hätten wir die Episode 22. Am Ende des Videos gibt es ja noch ein Giveaway, zum, was aufgelost wird von monatlichen Giveaway April. Da gab es ja noch eine USB-S Cortex zu gewinnen in Minimalware. Die werden wir dann noch aussuchen. Und vielleicht gibt es auch noch einen kleinen Teaser schon für das monatliche Giveaway Mai, weil das wird ja, sag ich mal, die Giveaway-Grenze, jo, es ist einfach sowas krasses, hatte ich als monatliches Giveaway noch nicht. Es kann man vergleichen mit einem Preis des CSGO Adventskalenders. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Zählen wir mal die Kisten auf. 220 Kisten habe ich ja schon aufgehebelt, bis jetzt ohne Erfolg, keine Gloves. Ich will, ja eigentlich ist es traurig. Erstes ging gleich wieder blau. Und ich meine, es ist wirklich traurig, wenn man da rechnet, wie viel das einem schon kostet, hier 220 Kisten zum Aufhebeln. Es ist einfach wow. Beim Roto Knife Unboxing hatte ich da viel mehr Luck, beziehungsweise viel, ja. Es ging relativ schneller mit dem Knife. So, ich weiß gar nicht, was ich vorhin geunboxt habe in der zweiten Kiste. Aber ich glaube auch wieder nur Blue. Weil es kommt auch wieder nur Blue. Dann wird das eine Folge, wo ich wieder 10-mal blau ziehe und ja. Hard abfuck. Und hier mal das Handschuh-Item. Okay, ist mal ein Red Skin, aber die MP7 ist halt jetzt auch nicht der, was halt gut Geld bringt. Viel zu essen, was sind das wieder? 15 Euro oder so? Können wir ja gleich mal kurz nachgucken. Okay, dann habe ich mich mit 15 Euro doch zu weit aus dem Fenster gelehnt. 5 Euro. Ist sehr low für ein Redskin. Was mich eigentlich wundert, weil ich finde die MP7 Bloodsport ist mit Abstand die beste MP7 vom Skin, ja. Die Moonrise ist auch nicht so schlecht, aber ist jetzt nicht das, wonach ich hier suche. Ich greife halt nochmal die Handschuhe. Eine MP9 Black Sand. Naja, wollte ich schon sagen, die sieht FN aus. Aber ist halt nicht ganz FN. Knapp vorbei. So, die letzten vier. Ach, komm schon, geh mal. Jetzt musst du mich mal wieder wo reinlacken lassen. 220 Kisten, beziehungsweise 226. Ejo. Was die Donau so macht, das sage ich lieber nicht mehr, weil das denke ich gar nicht mehr. Das ist... Nee. Da könnte ich nur heulen. Wobei ich glaube, beim nächsten Mal probiere ich dann die Glove-Kisten, also die Handschuhkisten, die normalen. Ich glaube, dass ich da vielleicht dann doch mehr Luck habe. Wobei mir hier die Skins besser gefallen. Zum Beispiel Max 7, Zweck 7. Bräuchte ich sowieso noch ein State Event führen. Als Play-Skin. So, die letzte Kiste. Komm geben, bitte lass mich mal wieder wo reinlacken, hihi, ja genau, so. Ins Battle Game sehe ich sofort. Gut, dann war es das mal mit den 10 Kisten, war jetzt, gut, ein Redskin war dabei, aber ist halt auch ein Low Redskin. Habe ich auch schon mal geunboxed. Ist not so funny. So, wo haben wir denn das gute Stück da? Die USB-S Cortex. Wird der Giveaway vom monatlichen Giveaway April an die Teilnehmer von dem Video, also da konntet ihr teilnehmen und unter den Kommentaren werde ich ja dann jetzt den Gewinner ziehen. Der Gewinner wird entweder sieht er das Video und kann mir halt seinen Trade-Link in den Kommentaren posten, beziehungsweise ich werde ihn dann auch nochmal kontaktieren auf YouTube.
kann da keiner anderer sagen, also kein Fake-Profil jetzt ihm zuvorkommen. So, der Gewinner ist TP Slash Boy. Ich hoffe, du ziehst das nächste Mal Handschuhe. Das wäre nice. Euromade leider nicht. War halt jetzt nicht wieder, ja, typisch. Vergiss es. Einmal Glückwunsch an dich. Wie gesagt, ich werde dich dann in den Kommentaren kontaktieren. So, dann war es das dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Am Mittwoch kommt dann das monatliche Giveaway für Mai. Da werde ich ein extra Video dazu machen, weil wie gesagt, es wird ein Skin sein, den ich nicht so häufig für Giveaway werde, beziehungsweise in dieser Preiskategorie. Ich kann hier ja mal kurz vielleicht einen Teaser machen, aber ja, bleibt gespannt. Dann, ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über einen Kommentar auch. Über generell über euren Support oder über ein Abo. Na, jetzt weiß ich nicht mal mehr, was ich sagen soll. Ich verrede mich nur noch. Ist nice. Und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich sage euch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn das nächste Video kommt. Und auch das nächste Giveaway.